Was war die größte Herausforderung beim Schreiben? Den Überblick nicht zu verlieren. Was durchaus immer wieder mal passiert ist. Es ist die Herausforderung, diese beiden Leben so ineinander zu verweben, miteinander zu verknüpfen, zu verzipfeln, dass es Sinn macht, dass man den Überblick nicht verliert, dass man immer weiß, wer ist wer und wo bin ich jetzt. Das war nicht ohne. Das hat mich manchmal ein bisschen so an meine Grenzen gebracht, was ich ja allerdings auch suchte. Ich suchte diese Erfahrung. Was liegt noch drin? Was kann ich noch? Ursprünglich hatte mein Manuskript den Arbeitstitel 13 Leben. Und das kommt aus der Tradition meines Mannes, Victor, der ist Tolteke, mexikanischer Indigener. In seiner Tradition geht man davon aus, dass jeder Mensch 13 Leben gleichzeitig lebt. Nur in dieser Dimension. Da gibt es noch andere Dimensionen und nochmal 9 Leben, da komme ich nicht mehr mit. Aber diese 13 Leben, das hat mich total fasziniert und das war eigentlich meine erste wahnwitzige Idee, 13 Versionen desselben Lebens zu erzählen. Da habe ich schnell gemerkt, das kann ich nicht. Ich kann den Überblick nicht bewahren. Dann hatte ich 3, dann hatte ich 2, dann waren es nur noch 2. Und trotzdem, auch nur mit diesen 2 Versionen, das Mädchen Helen, das als Luna in San Francisco lebt oder als Elaine in Zürich, diese beiden Leben und all die Leben um diese Hauptfigur herum, ihr Mann Frank, ihre Mutter, ihr Vater, die Eltern von Frank, die Geschwister von Frank, die beste Freundin, wie sich diese Leben um sie herum verändern, wo es diese Schnittpunkte gibt, wo diese Leben sich wieder treffen, wo sie gleich sind, das war ein unglaubliches Abenteuer. Das war manchmal. Es gab Momente, wo ich dachte, Moser, vielleicht kannst du das nicht. Vielleicht hast du dich, wie wir in der Schweiz sagen, überlupft. Umso glücklicher bin ich, dass ich es geschafft habe. Nicht zuletzt mit der Hilfe des Lektorats.